Willkommen zu Kopfkino, dem Podcast zu Videomarketing, AR, VR und visueller Kommunikation mit dem Geschäftsführer der K3, Gerhard Schröder. Ein Familienunternehmen fortzuführen ist für sich genommen schon eine schwierige Aufgabe. Die Kommunikation eines solchen Unternehmens ins Social Web zu tragen und sich dabei richtig darzustellen, ist eine zusätzliche Herausforderung. Gepflegte Profile bei Xing und LinkedIn sind dabei Pflicht. Gerhard Schröder und Jan Hossfeld sprechen über ihre persönlichen Erfahrungen und geben Tipps für einen guten Start. Okay, seid ihr darüber klar, dass du selbst als der neue Unternehmer ein eigenes Bild deiner Person im Digitalen aufbauen solltest? Die Aussage, ich bin selbst nicht auf Facebook, ich bin selbst nicht auf LinkedIn, Xing und so weiter, ist für mich in der heutigen Zeit No-Go. Ja, weil wenn du als Chef es schon nicht entsprechend vorlebst, wird das erst recht auch nichts mit deinen Mitarbeitern. So ist es. Das heißt nicht, dass du zum Online-Junkie werden solltest. Da gibt es eine schöne Folge von Bernd Gerob, der ja gesagt hat, schalte Push-Notifications und E-Mails aus. Anderes Thema. Aber du solltest dir darüber klar sein, du selbst musst da gewisse Dinge auch für dich selbst anfangen auszuprobieren und vorzuleben. Schritt 2, werde dir darüber klar, auf welchen dieser Plattformen und Möglichkeiten, was du davon konsequent für dich ein Unternehmen machen möchtest, ausprobieren möchtest. Geh davon aus, dass du vielleicht mit 3, 4 Plattformen zu Anfang schon überfordert bist. Such dir 2 raus. Nutze die richtig. Und selbst wenn du sagst, naja, ich Facebook und so weiter, lassen wir mal jetzt erstmal außen vor, da haben wir nur eine Unternehmensseite, die wird von jemand anders betreut. Okay, dann bist du selbst auf Xing und LinkedIn wenigstens erstmal unterwegs. In Persona. Und zwar wenigstens 2-mal die Woche. Das hört sich jetzt komisch plakativ an, aber macht das wenigstens erstmal. Sorgt dafür, dass euer dortige Profile gepflegt sind, dass dort alle Informationen drin sind, dass ein nettes Foto von euch drin ist. Und 2-mal die Woche wenigstens postet ihr dort erstmal schon Informationen. Bitte keine Werbetexte, sondern neutralere Informationen. Und selbst wenn es ein guter Beitrag von einem Mitbewerber ist oder irgendwas, was branchennahe ist zu euch, auch das akzeptiere ich erstmal. Mhm. Damit habt ihr euch als erster kleiner eigener Markenbotschafter positioniert. Überlegt euch, was sind eure fachlichen Themen, zu denen ihr selbst im Digitalen kommunizieren wollt, und überlegt euch, was sind eure gewissen private Themen. Beispiel, eine geschätzte Bekannte von mir, die im Bereich Marketing für Rollladen und Türen unterwegs ist, ist im Außendienst unterwegs und hat immer 1 oder 2 ihrer Hunde dabei. Die postet auf Facebook andauernd wieder Fotos von ihren Hunden. Wenn die zum Kunden kommt, worauf wird sie als erstes angesprochen? Auf den Hund. Genau. Hast einen Hund dabei? Wollen wir mit dem gemeinsam spazieren gehen? Wie geht's den Hunden? Und so weiter. Du hast immer einen persönlichen Anker im Gespräch. Sehr praktisch, sowas, ne? Richtig. Du hast immer einen persönlichen Gesprächsanlass, abseits von fachlichen Themen. Natürlich kommuniziert die Bekannte von mir auch Fotos, wenn sie auf Messen ist, oder macht man einen Handyschnappschuss von irgendeinem neuen Produkt, das irgendwo beim Kunden eingebaut worden ist. Die nutzt Facebook. Facebook, Achtung, ne, dieses private Ding, nutzt sie ganz klar zum Reputationsaufbau für sich selbst und das Unternehmen. Mhm. Das kann man auch auf Xing und oder LinkedIn machen, wenn man Facebook sagt, das soll es jetzt für mich nicht sein. Ich betrachte das zwar in der heutigen Zeit als Fehler, das nicht auch auf Facebook mal für sich selbst anzugehen, aber okay. Gut. Das war alles Tipp 1, ne? Ah, das war alles Tipp 1. Ich hatte mir tatsächlich schon den zweiten Stichpunkt notiert, aber bitte, sprich weiter. Okay, wir haben geklärt, deine Firma ist dort hoffentlich irgendwo auch mit aktiv. Mache dir einen Plan, das ist jetzt für mich Tipp 2, mache einen Plan, mit welchen Themen deine Firma kommunizieren soll. Ganz grob, einen ganz allgemeinen Redaktionsplan fürs nächste Jahr. Was sind unsere 5 oder 10 Themen im ganzen Jahr? Firmenfeier, was auch immer. Hab wenigstens mal ein paar Punkte. Überleg dir, wie du jede dieser Themen in Form einer kleinen Geschichte ausschlachten kannst. Geschichte heißt, du hast ein Thema, zu dem Thema hast du am Ende hoffentlich einen Text, einen Text, den auch die Leute lesen wollen, der entweder unterhaltsam ist oder nützlich, am besten beides. Denk dran, du brauchst ein paar Fotos, und wenn das Budget es hergibt, hab was im Videobereich. Diese ganzen Informationen kommunizierst du auf die verschiedenen Plattformen, und denk dran, ein paar Euro auch ins Werbesparschwein zu packen. Ja. Wenn in deiner Fachwelt es 1, 2 Online-Fachmagazine gibt, okay, dann mach dir Gedanken, da vielleicht mal aus
MeToo dort auch einen Banner zu schalten. Ist manchmal ganz schlau, damit die Branche weiß, dass du auch so noch unterwegs bist. Kann man machen, hängt davon ab. Das ist mein Tipp 2. Ja, und der dritte? Der dritte Tipp ist Bewegtbild. Bewegtbild schlägt immer mehr in Zukunft alles. Ja, ich weiß, es gibt genügend Gründe, es auch mal nicht zu machen. Was wir zum Beispiel auch immer wieder produzieren, ist Folgendes. Wir machen Video-Interviews, also wie wir jetzt hier die Podcast-Aufnahme machen, sowas machen wir als Video. Nehmen hinterher die Tonspur, machen daraus eine Podcast-Geschichte, verschriftlichen das Ganze, daraus entsteht nachher ein Blogbeitrag und haben eine Videogeschichte gekürzt, nur so die Best-of-Minuten, daraus wird eine Videofassung. Das ist aber schon die hohe Kunst. Das ist aber auf jeden Fall die maximale Benutzung all dessen, was man an Arbeit reingesteckt hat, ja. Richtig. Und ich meine so, keiner wird sich jetzt eine Maschine anschaffen und würde sagen, super, die schalten wir nur einmal im Jahr an und dann haben wir eine das wird ja keiner so auch so rechnen. Aber Achtung, all das kostet in der Maximalausbaustufe extrem Zeit und zahlt sich erst mit der Zeit auch aus. Also da brauchst du schon auch ein bisschen längeren Atem. Sollte man aber dran denken, in diese Richtung zu gehen. Eine Führungskraft muss auch in der Online-Kommunikation Vorbild sein. Hierbei hilft ein grober Redaktionsplan mit Beiträgen, die im Idealfall informativ und unterhaltend sind. Texte und Bilder sind Pflicht. Wer auf Bewegtbild setzt, kann das Material für verschiedene Plattformen und Formate nutzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bewerten Sie unseren Podcast gerne auf iTunes und diskutieren Sie mit uns auf kopfkino.ruhr.